Du hast das sicher schon mal erlebt. Dein Handy gibt ein letztes klagendes Piep von sich und geht dann mitten im Gespräch aus. In diesem Moment würdest du den Akku sicher lieber wegschleudern, als ein Loblied auf ihn zu singen. Akkus bzw. Batterien sind jedoch ein Triumph der Wissenschaft. Dank ihnen können wir Smartphones und andere Geräte ohne ein schreckliches Gewirr von Stromkabeln verwenden. Doch selbst die besten Batterien verlieren mit jedem Tag Ladung, bis sie schließlich leer sind. Aber warum passiert das? Und wie können Batterien überhaupt so viel Energie speichern? Alles begann in den 1780er Jahren mit zwei italienischen Wissenschaftlern, Luigi Galvani und Alessandro Volta. Und mit einem Frosch. Der Legende zufolge untersuchte Galvani ein Froschbein und berührte dabei einen Nerv mit einem Metallinstrument, sodass die Beinmuskeln zuckten. Galvani nannte dies tierische Elektrizität, da er glaubte, dass in der Essenz des Lebens eine Art Elektrizität gespeichert sei. Volta war allerdings anderer Meinung. Es sei das Metall an sich, welches das Bein zucken ließ. Die Debatte wurde letztendlich durch ein wegweisendes Experiment Voltas beigelegt. Er verifizierte seine Theorie mit einer Säule aus Kupfer- und Zinkplatten, die durch ein in Salzwasser getränktes Papier oder Tuch getrennt waren. Was in Voltas Säule passierte, nennen moderne Chemiker Oxidation und Reduktion. Das Zink oxidiert, es gibt also Elektronen ab, die wiederum durch einen als Reduktion bezeichneten Prozess von den Ionen im Wasser aufgenommen werden. Dabei entsteht Wasserstoffgas. Volta wäre allerdings von diesem letzten Teil schockiert gewesen. Er dachte, die Reaktion fände im Kupfer statt, nicht in der Salzlösung. Dennoch wurde Voltas Entdeckung gewürdigt, indem man die Einheit für elektrische Spannung als Volt benannte. Bei diesem Kreislauf aus Oxidation und Reduktion fließen Elektronen. Schaltet man eine Glühbirne oder einen Staubsauger dazwischen, werden diese mit Strom versorgt. Seither haben Wissenschaftler Voltas Anordnung verfeinert und die Chemikalienlösung durch Trockenbatterien ersetzt, die mit Chemikalien gefüllt sind. Das Prinzip ist jedoch dasselbe. Ein Metall oxidiert, wodurch Elektronen freigesetzt werden und so Strom erzeugt wird, bevor sie durch Reduktion wieder aufgenommen werden. Jedoch ist in keiner Batterie unbegrenzt viel Metall und sobald das meiste davon oxidiert ist, ist die Batterie leer. Wieder aufladbare Batterien, auch Akkus genannt, bieten durch einen umkehrbaren Oxidations-Reduktionsprozess eine begrenzte Lösung dieses Problems. Schließt man ein Ladegerät an, sorgt der Strom aus der Steckdose für eine Reaktion, bei der das Metall regeneriert wird. Durch die Stromzufuhr fließen die Elektronen in die entgegengesetzte Richtung, sodass wieder mehr Elektronen für die Oxidation zur Verfügung stehen. Aber auch Akkus halten nicht ewig. Mit der Zeit entstehen durch diesen Prozess Schäden und Unregelmäßigkeiten an der Oberfläche des Metalls, die verhindern, dass es richtig oxidiert. Die Elektronen können dann nicht mehr durch den Stromkreis fließen und der Akku wird unbrauchbar. Manche herkömmliche Akkus sind bereits nach einigen hundert Ladezyklen unbrauchbar. Modernere Akkus hingegen halten tausende solcher Zyklen aus. Akkus der Zukunft werden womöglich aus hauchdünnen Platten bestehen, die nach den Prinzipien der Quantenphysik funktionieren und hunderttausende Ladezyklen überstehen. Aber bis es der Wissenschaft gelingt, wie beim Auto Bewegung zum Aufladen eines Handyakkus zu nutzen, oder man Solarzellen am Gerät unterbringt, benutzt du am besten dein Ladegerät, anstatt einen Akku zum Aufladen eines anderen zu verwenden, um so das fatale Piepen hinauszuzögern. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.